Let's go! Hey! Action am Power Day am Samstag im Sportrock Zwillisau mit Gruppenfitnessmarathon, Biketour, Rückenschulung und einem spektakulären Crossfit-Wettkampf. Nicht nur für Männer, sogar noch mehr Frauen haben Power gezeigt. Der Power Day im Sportrock, sprichwörtlich eine starke Sache. Im Zumba, sensationell. Vom Fitness, Dursi Mahler. Power Day im Sportrock heute in Willisau. Wie ist der Kurs aufgebaut? Was habt ihr alles für Folterinstrumente auf den Platz gestellt? Ja, wir haben hier verschiedene Kurse. Also, hier haben wir von Bike-Gruppen, die draussen in der Natur rausgehen, biken. Von einem Group-Fitness-Marathon, wo Zumba, Bodypump, Pilates machen. Bis zum Crossfit draussen auf dem Parkplatz, wo wirklich verschiedene Übungen machen, wo Pneu umeinander trölen und Klimmzüge und Sachen machen. Und dann haben wir noch eine Rückenschulung für die Leute, die eben eher rückengerecht arbeiten, mit zwei Physiotherapeuten, die geschult haben. Das ist je nachdem halt verschieden. Wir haben die verschiedenen vier Kurse jetzt heute, die am Laufen sind. Hast du können wählen oder musst du alles machen? Da kann man auswählen, welchen Kurs man mitmacht. Das heisst, man macht einfach einen Kurs mit von denen den ganzen Tag. Natürlich kann man wählen, was man mitmacht. Also es ist ja sehr differenziert vom Angebot her. Ja, wir wollten aber genau aus diesem Grund alle Leute ansprechen. Darum haben wir eine Rückenschulung wie auch ein Crossfit, das halt eher für Leute ist, die sehr sportlich unterwegs sind. Oder eine Rückenschulung, die für Leute ist, die wirklich auch, sagen jetzt in jedes Alter auf einmal, Leute, die Rückenprobleme haben. Da haben wir wirklich auch junge Leute dabei, die jetzt schon in der Rückenschulung mitmachen. Darum haben wir verschiedene Kurse, dass wir wirklich jeder Mann, jede Frau ansprechen mit diesen Kursen. Sportrock ist immer etwas los, auf ganz verschiedenen Ebenen, von Fitness bis Veranstaltungen. Wie sieht es bei euch im Fitness aus? Was habt ihr so geplant? Ja, also bei uns ist immer etwas los, das ist so. Es ist halt einfach Sportrock. Wir machen immer ein bisschen verrückte Sachen. Momentan sind wir jetzt wieder sehr stark auf den Herbst drauf. Wir sind eine neue Gruppenfitnessplan ist rausgekommen. Es fährt wieder an mit dem Cycling auf den Herbst, Winter. Wir sind dran, das neue Winterangebot rauszulassen. Ja, bei uns gibt es wirklich etwas für Jung und Alt, jedermann. Kann man schon etwas verraten? Winter, es geht schneller, als man denkt. Es kommt gleich schneien. Was haben Sie für einen Winterplan? Wir haben einen Group-Fitness-Plan, den haben wir aufgefrischt auf den Winter vor allem. Der Rest, was Fitness anbelangt, da sind wir eigentlich gleich geblieben. Das Angebot ist gleich, die Preise sind gleich bei uns geblieben. Aber wir haben einfach aufgefrischt auch an Personal. Wir haben wieder neue Trainer da mit einem super Know-how alles zusammen. Und wir sind parat für den Winter, also die Leute können kommen. Dursi sagt es, die Leute können kommen. Die Leute sind schon da, zum Mitmachen am Crossfit-Wettkampf. Am Höhepunkt vom Nachmittag. Wer kommt noch mit? Wer will sich noch mal melden für den Wettkampf? Die Biker sind noch nicht da, das ist korrekt, Ursi, ja? Gut, sind noch nicht da. Okay. Haben wir alle, die wollen anmelden, respektive die mitmachen, der Crossfit-Wettkampf sind alle da. Zuerst schreibt er und schweigt er und dann sagt er, wie es läuft, Dani Häusler, der Chef vom Sportrock zu Willisau. Die startet in der Gewichtsklasse, also respektive in den verschiedenen Sparten. Also wir haben für die Damen 5. Und das ist Trubina. Können wir bitte alle führen geschwind? Trubina, Barbara, Taida, Shelly und Tanja. Können wir bitte alle geschwind führen? Wunderbar. Ja, genau. Willkommen da vorne. Herzlichen Applaus. Haben wir alle, hä? Gut. Shelly fehlt noch, hä? Die kommt sicher an den Führer. Dann ist sie noch nicht da, Shelly. Dann haben wir die Herren. Können wir bitte auch schon führen? Das ist der Bruno. Unser Top-Athlet Bruno, um führen. Jawohl, Bruno. Dann der Sammy. Bravo, Bruno. Sammy. Der Sammy, der unser Lehrabgänger gerade das tolle Lehrabschlussprüfung hier gelegt hat. Der Sammy auch noch. Der Fabian. Der Dominik und der Tommy. Können wir alle bitte führen? Wunderbar, super. Ich könnte euch alle jetzt schon herzlich gratulieren, dass ihr da sind, dass ihr mitmacht. Das ist mutig und das ist toll. Wir werden den Wettkampf wie folgt durchtatschen. Also wir haben gesehen, wir tun das im Crossfit-Bereich machen. Das heisst, es ist eine Kraftausdauergeschichte, nicht eine Rohkraftgeschichte.
oder eine Explosivkraft, sondern eine Kraftausdauer. Und das heisst, wir arbeiten eine Minute an denjenigen Geräten und wir fangen nachher mit den Herren an. Also wir anfangen mit Bankdrücken, Kniebeugen und Klimmzug. Hier arbeiten wir nachher mit den Herren. Wir machen alle Herren bei dem Gerät durch. Nachher machen wir die Frau bei allen Geräten durch. Und zuletzt tun wir mit der Pneurolle abschließen. Das tun wir nachher gegeneinander machen. Sind irgendwelche Fragen zu diesen Geräten oder zu diesen Übungen? Ist nicht der Fall. Wir haben an jeder Übung haben wir einen Fitnessleiter von uns, der zählt, der helfen und dann auch korrigieren. Wir gehen alle direkt schön durch miteinander. Kommen Sie schön bitte mit mir. Franco, er tut nicht helfen, aber er hat die Hand oben. Irgendetwas wäre, tut er, ist er aus Sicherheit, tut er die Hand. Er ist tot, tut helfen. Wenn irgendetwas wäre, wenn er nicht möge, dann kann er die Hälfte einhängen. Ihr müsst ihm ein Zeichen geben. Aber er tut natürlich selbstverständlich, wenn er sieht, dass auch nicht mehr den Hälfte er hat. Oder so, he? Sind Fragen zu dem Brustbereich? Bankdrücken? Während Dani Häusler Instruktionen zu den einzelnen Disziplinen gibt, schauen wir bei den anderen Besten vorbei. Ein starker Rücken braucht starke Männer wie Schwinger. Michael Graber, ein Schwinger, wieso macht er Rückentraining? Du hast im Rückentraining hier mitgemacht. Ich habe vor einem Jahr extrem Rückenprobleme bekommen. Und die Ärzte haben mir auch gesagt, mit Schwingen und so, das wird auch nicht mehr. Ich bin hier durch den Häusler Dani zu der Physiotherapie Kreuzhof gekommen und habe mit denen über den Winter gearbeitet, die Frühling auch, hier im Fitness, und habe den Rücken gestärkt und habe eigentlich recht schmerzlos trainieren können. Ich konnte mich auch für das Eidgenössische qualifizieren. Das war auch so leicht mein Ansporn für das ganze Training, für den ganzen Mehraufwand. Ich wollte einfach das Eidgenössische wählen. Und heute bin ich eigentlich da, um das Ganze nochmal wieder auffrischen, die Übungen anschauen. Und ja, wegen dem vor allem. Was ist das gut, wie dem da Wissen vermitteln? Kann man das dann selber auch daheim machen oder muss man da herkommen? Oder wie funktioniert das? Wie ist so ein Training aufgebaut? Sie haben jetzt hier im ersten Teil haben sich ein bisschen das Allgemeine erklärt vom Rücken. Nachher haben sie ein paar Übungen gezeigt, die eher im Fitness sind. Und da haben wir jetzt auch dran. Haben wir jetzt noch Übungen gemacht, die vor allem daheim machen kannst. Wir haben auch hier so ein Heimprogramm bekommen, wo wir das nachher daheim machen können. Ja. Jetzt hast du das selber miterlebt. Für wer ist das gut, wenn jemand so ein Rückentraining macht? Ich glaube, das ist für alle gut. Es ist nicht irgendwie eine riesige Belastung. Es ist eine Konzentrationssache. Und für jeden, der ein bisschen Rückenweh hat oder als Ausgleich, auch wenn jemand im Büro ist und sich nicht viel bewegt, ist das sicher gut. Das sind so leichte Übungen, aber man muss sich konzentrieren und es braucht die ganze Körperspannung. Es ist halt auch mit den feinen Muskulaturen, oder? Zurück zum Schwingen. Wie bist du zufrieden mit der Saison? Was hast du für Ziele? Ich bin eigentlich sehr gut zufrieden, dass ich eben die Quali geschafft habe für das Eidgenössische. Ich meine, das ist für jeden Schwinger auch das Größte. Wenn er dich teilnehmen kann. Jetzt momentan ist die Saison ein bisschen durch. Jetzt genießen wir es ein bisschen. Jetzt lassen wir es auch noch ein bisschen losplempeln. Und dann werde ich dann sicher etwa November wieder intensiv anfangen. Mit Kraft-Konditionstraining. Auch wieder den Rücken sicher gut stärken. Und dann, ja, dann schauen wir die nächste Saison. Ich nehme einfach jetzt momentan Saison für Saison. Ich schaue, wie das geht mit dem Rücken. Bis jetzt läuft es gut. Aber ja, plötzlich kann es wieder kommen. Aber bis jetzt ist es super und ich habe es eigentlich recht gut im Griff. Ja. Wir drücken Daumen, danke vielmals für den Erfolg. Danke, merci. Wie so ein Training aussieht, hier sehen wir es, einen kleinen Ausschnitt. Weil es gibt im Leben auch Situationen, wo man halt tief runter muss machen. Und es nicht lange bis 90 Grad. Auch hier wieder ist genau das gleiche wie das Kurz. Ich kann mein Muskelkorsett anspannen. Wenn ich hochkomme, habe ich viel Gewicht gehabt. Versuche ich es auch schon von oben her zu spannen. Eventuell muss ich nachfassen. Gut, das ist der Deadlift. Good morning. Good mornings. Dann nehmen wir die Stange wieder hin auf die Schultern. Wir gehen leicht in die Knie. Also wir strecken nicht über, sondern wir gehen in die Knie und Bauchspannung. Das noch ein bisschen bewusster machen. Und ich bin etwas müde.
Buchmässig. Vielleicht hilft es nicht mehr so. Oh, jetzt ist gut. Und da ist wichtig, auch hier, Kopf ist die Verlängerung von der Wirbelsäule. He? Und das Gewicht ist auf der Schulter und nicht auf dem Nacken. Regula Schneider, Physiotherapie Kreuzhof, die arbeitet mit dem Sportrock zusammen. Ja, also wir haben seit Beginn der Eröffnung des Sportrock hier einen Raum daneben, Physiotherapie, wo wir aber auch die grosse Chance haben, die Geräte hier im Fitness zu nutzen und somit eigentlich den Patienten auch wieder in sportartspezifische Sportarten einzufädeln nach einem Unfall oder nach einer Verletzung. Heute habt ihr Rückentherapie gemacht. Was ist so euer Angebot? Also, Schwerpunkt heute war die Rückenschulung. Und zwar eigentlich wirklich vom Spitzensportler bis zum Nichtsportler. Und sonst in der Physiotherapie, die wir eigentlich als medizinisch abdecken, sind das von nach Operationen, Jugendliche bis ins Hochalter. Wir machen sogar Domizilbehandlungen und sind im Altersheim tätig. Wie haben Sie den Kurs heute aufgebaut? Wir haben zuerst den Mitwirkenden so einen anatomischen Input gegeben. Haben nachher, eigentlich ist ein Schwerpunkt, dass das Tiefmuskelkorsett dargelegt hat. Und haben möglichst probiert, dass die Leute das am eigenen Körper gerade erfahren können und in Zukunft einbauen in den Alltag, in die Bewegungen des Alltag und ins sportliche Training. Wenn man in den Sportraum kommt, man kann auf ganz verschiedene Arten profitieren. Ja, aber ich denke, das ist genau das, was eigentlich jetzt Plus ist. Oder? Man kann eine Therapie, wo man die Beweglichkeit kann verbessern kann, man kann eine Massage, die einem für das Wohlbefinden gut tut. Und es hat Angebote für, wie gesagt, vom Nichtsportler oder vom verletzten Sportler bis zum Spitzensportler. Und zum Schluss da kann man auch ins Wellness und sich auch noch etwas Gutes tun oder sich unten verköstigen. Danke vielmals. Seid so und muss schnell weiter zur nächsten Übung. Hochgehen mit dem Becken. Langsam. Und erst ganz am Schluss, wenn der Rücken flach liegt. Und noch einmal. Fassen. Und hoch. Ich glaube, die Männer müssen allgemein schauen, dass die Füße nicht zu breit haben. Und dann wieder langsam runter. Und erst, wenn man den Rücken ganz abgelegt hat, das Korsett wieder lösen. Hier liegt es. Und hier liegt es auch, aber von Entspannung keine Spur. Im Gegenteil. Alles klar? Nicht? Drum? Ivan, Steimer, um was geht es hier? Hier geht es um Gruppenkurs, fit werden, Ganzkörpertraining. Wir haben verschiedene Angebote. Also ich habe jetzt gerade CX Works unterrichtet. Das ist 30 Minuten Rumpftraining, wo wir wirklich in der Rumpfkraft drin arbeiten. Auch vorbeugend für Verletzungen, auch im Alltag. Einfach, wer stark ist im Rumpf, kann das alles besser auffangen. Was gibt es sonst noch? Wir haben zuerst noch Zumfit gemacht. Das ist auch ganz streng, mit ein bisschen Tanzen verbunden. Dann haben wir Pilates, das wir jetzt gerade noch anschliessend machen. Und das Bodypump, das haben wir auch noch gemacht. Das ist so ein Ganzkörpertraining, wo wir alle Muskelgruppen durchtrainieren. Das geht bei uns eine Stunde. Ja. CX Works heisst das. CX Works, auf was muss man da besonders aufpassen? Oder auf was muss man achten, damit man Erfolg hat? Auf eine gute Technik. Es ist am Anfang sehr schwierig. Es gibt auch Leute, die es gar nicht so streng finden am Anfang. Aber sobald man mit einer sauberen Technik anfängt zu arbeiten, wird es auch viel strenger. Also wir legen sehr viel Wert auf eine gute Technik. Und dann arbeitet man auch in der tiefen Muskulatur und hat nachher auch die Erfolge von innen heraus.
Ich habe gerade gefragt, welche Frage, wie ist das aufgebaut, das Training? Das Training ist so in CX Workshops jetzt in 6 Tracks aufgebaut. Wir haben hier Les Mills Programm, das ist so ein Programm, das aus Neuseeland kommt, wo wir alle 3 Monate ein neues Programm bekommen, wo alle Instruktoren das Gleiche machen. Das ist eben auch das Coole. Man kann also zu jedem Instruktor gehen und jeder macht das Gleiche. Man kann auf Amerika gehen, die machen jetzt auch genau das Gleiche. Man kann auf Japan gehen, auf der ganzen Welt machen alle das Gleiche. Das ist so ein bisschen der Gruppenspirit, den wir hier verkaufen wollen. Ja. Die wünschen, man sagt, das Gruppenspirit sicher ein Grund, um am Power Day im Sportrock mitzumachen. Aber nicht nur. Rubina und Fabian, die machen hier mit am Power Day. Was ist Motivation? Der Sport. Absolut Sport begeistert und einfach mal mitmachen. Bei dir? Ja, es ist natürlich auch Sportbewegung. Wir sind draußen auf dem Parkplatz, da, frische Luft, im Team etwas machen, bewegen, ist natürlich immer ganz gut. Was hat dich besonders hart gedunkt? Das ist ja alles, wo du geschlucht worden sind, aber besonders hart? Klimmzeug. Da bin ich schon ein rechtes Limit gekommen. Für dich? Reifen ziehen. Was ist da so schwer dran mit den Armen, oder? Es braucht extrem Energie. Man kommt fast nicht vorwärts, aber man will es schaffen. Das ist extrem. Du machst sportlich sonst auch so Sachen? Ja, ich mache Zumfit und Bauchtanzen. Ja, Zumfit, das sieht auch so harmlos. Nein, es sieht nicht harmlos aus. Es geht auch recht etwas ab. Aber hast du dir jetzt vorgestellt, dass das so hart wird heute am Nachmittag? Hättest du lieber? Nein, ich hätte nicht gedacht, dass es so hart wird. Vor allem dann noch mit der Sonne, mit der Hitze draußen. Aber es ist echt cool. Würde ich wieder machen. Wenigstens haben wir eine schöne Pause, aber auch da müsst ihr sogar noch rennen, oder? Ja, das ist okay. Was für ein Gerät hat dich besonders spannend gedacht, was du da gehabt hast? Ich habe das mit den Seilen sehr interessant gefunden, weil es ist eigentlich ein Ganzkörpertraining. Die ganze Rumpfmuskulatur muss extrem angespannt sein, dass man stabil bleibt im Körper. Das ist eine sehr grosse Herausforderung und spannend gefunden. Ja. Übrigens, beim CrossFit sieht die Pause so aus. Da hat unsereins doch andere Vorstellungen von Entspannung. Gut holen, Hans Zürcher von Verofit. Wer alles gibt, muss auch etwas haben. Du bist dafür, dass sie etwas bekommen. He? Es ist so, Sporternährung ist heute ein grosses Thema und die Sportler wollen immer bessere Leistungen bringen. Sie wollen eigentlich sagen, ja, was kann ich noch verbessern? Ernährung ist ein Faktor, wo ich eigentlich als Hobby ist, Sporternährung einen Vortrag zu machen. Ich bin eigentlich seit über 20 Jahren Berater von der Firma Verofit aus und vertrete die Firma. Das heisst, eben, ist gerade wieder im Sportrock. Der Dani Hüssler ist ein Kollege von früher vom Schwingen her. Ich bin selber vom Schwingen, vom Ringen her. Und er hat mal gesagt, ja, wir haben ein Produkt drin und Verofit hat im Pass mir gesagt, ja, in der Schweiz sind Verofit oben in Nationalmannschaft, in Basel, Luzern, IB, GC. Und das Produkt ist eigentlich ein komplettes Produkt, wo man kann sagen, man kann dahinter stehen, weil sonst würde ich es nicht hier stehen, um das zu vertreten. Und man hat eigentlich mit wenig Aufwand hat man ein Top-Produkt, das man auch unter die Leute bringen kann. Und die Leute sind zufrieden mit, weil es so gut verträglich ist. Dort, oder? Aber jetzt provokativ gesagt, ein Spiegelei und Spaghetti würde doch auch reichen. Das reicht sicher schon. Kohlenhydrate und Eiweiß brauchen wir natürlich auch. Aber ich sage, wenn wir das als Grund gute Substanzen nehmen, kann man mit Fleisch, Gemüse eigentlich allgemein die ganze Ernährung umstrukturieren. Aber wir arbeiten bis um 5 Uhr, wenn um 6 Uhr ist Training und dann habe ich nicht Zeit, Spaghetti zu kochen. Oder Steaks machen und noch Gemüse dazu, was ich eigentlich ausgewogene Ernährung habe. Darum habe ich natürlich mit Ergänzungsprodukten von Verofit zum Beispiel oder im Sport bei der Leistung, mehr Leistung, isotonische Getränke, kann ich natürlich mehr Energie rausholen und der Körper ist am anderen Tag auch nicht kaputt, wenn der Chef wieder sagt, ich sollte auch wieder eine Top-Leistung bringen beim Arbeiten. Oder? Und darum habe ich eigentlich die Sporternährung immer ein bisschen gefördert und immer weitergebildet und gebe das auch weiter an junge Sportler. Und Sport ist immer ein bisschen eine Lebensphilosophie. Okay. Ich sage, die mal guten Sport oder viel Sport macht, sind eigentlich auch gute Leute im Beruf. Oder? Und das kombiniert sich bei mir ein bisschen zusammen, Sport, Freizeit und eben Ernährung, Sachen neben dem Beruf zu. Das ist ein bisschen Ergänzung. Und ich brauche die Produkte selber schon x Jahre. Okay. Ich fahre auch Velo, fahre Bike. Zum Beispiel gestern bin ich auch bei der Sustabas noch mit dem Velo. Wenn ich bei 108 Kilo, das muss ich auch wieder durchrampen, dann kann ich sagen, die Produkte funktionieren und man muss es einfach einsetzen im richtigen Moment.
Und das ist das Top-Produkt, muss ich sagen. Dort. Super, danke mir. Dani Häusler hat mittlerweile die einzelnen Basten detailliert erklärt. Jetzt heisst es, auf die Plätze. Okay, let's go! Start, aber 90 Grad, jawohl. Und los, sollen Sie aufhören, ja, klein, hä? Und los, eine Minute, hey. 20 Sekunden und schaffen, Dominik, richtig ab, hey. Nicht helfen. Jawohl, so, genau. Und, jawohl. Und noch drei, hopp. 4 Sekunden, hey, noch 20 Sekunden. 20 Sekunden, hey. Stopp, Dominik. Gut. Gute Haltung, Bruno, gute Haltung. 46, komm! Du meinst, aber strecken! Hey, strecken, Sammy! Aber! Mehr aber, jawohl! Komm dazu! Aber fangen wir an! So! 20 Sekunden! Komm, Fabian! Alles bringst du schnell! Noch 15 Sekunden, Fabian, hopp noch 4, hopp! Hopp, nein, hopp! Dann führen wir uns noch an, haben wir noch eins mit 3! Eine! Und noch eins! 2, hopp! 3, Frauen stehen den Männern in gar nichts nach. Im Gegenteil. Sind wir Frauen der Herren? Das ist ja unglaublich. Anja? Jetzt? Jawohl. Kommst du raus mit dem? Sehr gut. Und let's go! Und schaffen, hör mit! Jawohl, schön haben, Anja. 90 Grad, Achtung geben. Schelle auch strecken, super. Jawohl. Wunderbar. Führe die Damen an, komm! Yeah! Führe es eben hinterher, hä? Gut. Einen runter, strecken. Achtung, schön runter, 90 Grad. Einfach kontrollieren, 90 Grad. Super. 54, 55, 56, 57. 50, komm ich noch 10 Sekunden. Und führe die Damen an, komm! Jawohl! Die drei Ladies haben schon geschaffen dort im Crossfit. Die sind ganz, ganz herzlich. Schön runter. Wer Vorbilder hat, strebt nach höherem. Wie gut sind wir da? 19, 18, 19, 20. Let's go! Woo! Und am Schluss grosse Finale, Frauen und Männer mit Pneu drehen. Von denen, die heute schon Crossfit gemacht haben, den ganzen Tag Haut abheben. Sensationelle Leistung. Eben so Ida, die hat die Gruppenkurs geleitet oben im Zumba. Sensationell. Jawohl, Anführer, genau. 2, wer zählt da? 3, 4, 5. Jetzt zählen hier 6. Gut, Bruno. Komm, Barbara, hopp. Super. Das ist Weltherr. Glaube ich, das ist brutal hart, hä? 50 Sekunden. Jawohl, Hömi. Eben so der Dominik. Hey. Dominik ist auch noch wieder schon gross wieder dabei gewesen. Sensationelle Leistung, so Jelly, wo die alle Gruppenkurs mitgemacht hat. Unser Kompliment euch fürs Mitmachen. Aber jetzt geht es um den Rest. Wir sind nachher der Employee für oben. Dann ist alles gekommen. 20 Sekunden. Danke der Apero und nachher das gute Fleisch auf der zweiten Etage vom Grill. Von Franco und vom Krigu.
Welches Fleisch, Material, Protein, wo wir können holen. Alles, alles, alles. Hemi, 36, 37, bravo. Komm schon, ja, warte, Hemi, die letzten 10 Sekunden. In 2 Minuten ist die Rangverkündigung hier hin. Kleiner Moment schnell, wir sind gleich nachher. Tünd euch schnell die Verweilen. Wir haben für alle etwas. Es gibt für jeden einen Preis, der mitgemacht hat. Und ich glaube, Ladies first, wir fangen mit den Frauen an. Okidoki. Und bei den Damen. Haben wir im 6. Rang. Romina. Gratuliere recht herzlich, Romina. Toll, dass du mitgemacht hast. Merci vielmals. Bitte, Romina. Fahrt dich vor, bitte. Im 5. Rang haben wir Shelly. Komm bitte auch hier nach vorne. Genau. Danke vielmals, dass du mitgemacht hast, Shelly. Sie ist eine von den Ladies von der Wetterbörde. Bitte gerade auf der Seite, genau. Gratuliere ganz herzlich. Im 4. Rang haben wir Barbara vom Sportrock-Team. Gratuliere herzlich, Barbara. Der Knigo ist ehemaliger Richter als Bodybuilding Kampfrichter. Goro weiss auch genau, wie das muss aussehen auf dieser Bühne. Viele Frauen auch schon. Gratuliere, Barbara, sensationell. So, jetzt geht es ums Eingemachte. Jetzt geht es ums Podest. Wir haben im 3. Rang bei den Damen unsere Zumba-Lady Aira. Gratuliere herzlich. Bravo Aira, congratulations. On the right side. So, jetzt geht es um sie. Aber ich bin jetzt erst die zweite Dame. Im 2. Rang haben wir Anja. Sie ist eine Top-Athletin auch von der Wetterbörde. Gratuliere ganz herzlich, Anja. Rechte Seite, genau. Und im 1. Rang natürlich ganz herzliche Gratulation und mit einem grossen Applaus Donita. Gratuliere Anita, ganz herzlich. Wo kommen wir alle noch vor, die Frauen, auch Ursi. Krigo, bitte schön das Foto noch eins. Olaf, komm ich schön vor noch eins. Okay, wir kommen gerade zu den Herren. Und dort haben wir im 5. Rang. Anita ist der Beste, oder? Der Dominik. Ursi, es war ein super Tag heute. Du hast Nachmittag schon mitgemacht im Crossfit und am oberen Wettkampf. Merci für mal, dass du da warst. Wie hast du es empfunden heute? Streng, es war streng, aber cool. He? Okay, gratuliere ganz herzlich. Auch vom Krigo und vom Olaf von Alsaar, ein Preis für dich. Und Dursi, als Ehrendame natürlich. Im 4. Rang haben wir den Fabian. Gratuliere ganz herzlich, Fabian. Heute Fabian Herder Tag heute. Er hat schon Crossfit gemacht am Neuntag, den ganzen Tag gefeiert. Gratuliere herzlich, dass du da bist. Merci vielmals. So, und jetzt geht es ums Podest. Wir haben im 3. Rang, es war eine ganz eine enge Geschichte. Wir haben im 3. Rang unseren Muskelman, den Bruno. Gratuliere ganz herzlich. Merci vielmals. Hallo Bruno, Sack von der Allstar mit Protein, mit Regenerationsschick. Ja, dann kommt noch mehr Muskeln rüber. Das ist ein teurer Spass, du musst ja nur einen neuen Kleider kaufen. Gratuliere herzlich. So, jetzt geht es um sie. Okay, wir haben ganz eine knappe Sache zwischen den ersten drei. Das war wirklich hoch dünn. Und wir haben im 2. Rang
Der Sami! Gratuliere, Sami! Recht herzliche Gratulation, Sami. Sami, du hast Glück heute. Du hast die Lehrausschlussprüfung toll bestanden. Hier zweit im Power Day. Was kommt denn alles? Wunderbar. Auch dir herzliche Gratulation. Und auch etwas von der Firma Allstar. Merci vielmals, Ringo und Olaf. Dann der Sieger bei den Herren. Herzliche Gratulation, der Tommy. Super Leistung gewesen. Auch Tommy hat heute mitgemacht. Im Power Day als mit der Crossfit und den Herren Tag. Aber auch euch ganz, ganz herzliche Gratulation. Und auch Tommy bitte noch schnell drauf hoch fürs Viertel. Ursi auch da vorne bitte, alle da vorne. Fürs Viertel noch schnell. Jawohl, Sammy, komm mit alle geschwind. Jawohl, perfekt. Super. Wunderbar. Wunderbar. Jawohl. Schön locker, genau, der Sammy kommt noch. Genau. Ganz herzlichen Dank im Namen des Sportrock.